Willkommen am Rundkurs vom Flo Trill-Stromberg. Dieses Schild habe ich noch nie gelesen, was da hängt. Wir testen heute mal ein neues Mikrofon-Setup. Und zwar einfach den Grund wegen, weil ja viele gemeint haben, der Pinion-Motor wird zu laut. Deswegen schaue ich mal, wie sich der Aufwand so schlägt mit einem externen Mikrofon zur besseren Tonaufnahme. Und womit kann man das schon testen, wenn man noch das Stimmt noch nicht hat? Richtig, mit dem Klappercube. Und an dem ganzen Setup ändert sich natürlich noch was. Einmal, dass ich, wenn ich nicht um die Kurve hier komme, rechts rum, doch, ich habe einen neuen Helm. Und zwar den IXS Tricker Helm in der MIPS-Ausführung. Weil der alte Helm hat mich ein bisschen genervt. Es war einer von Bell mit einem abnehmbaren Kinnschutz. Und da ist das Problem. Ich glaube, es klappert ein bisschen. Nur vom Helm her, von dem Schließmechanismus oder was weiß ich. Und das Ding ist einfach alt und abgenutzt. Deswegen habe ich mich für den hier entschieden. Quasi einen reinen Fullface-Helm. Wenig Gewicht. On top. Und den kriegt man irgendwie für 150 Euro statt 290 oder 80, was er kostet. Aber mein Dickschädel ist ein Tick zu groß dafür. Hier diese Backenpolster, die sitzen sehr eng, das sind schon die dünnen. Das ist auch schon der große Helm. So, was machen wir heute hier, außer ein bisschen Mikrofontest und Kamerawinkel habe ich schon getestet. Sollte, ich hoffe mal, passen. Nachteil hier ist, an dem Helm, ich habe mir zwar direkt einen Chin-Mount, also unten am Visier oder an dem Kinnschutz vom Fullface. Komme ich auf Visier? Ich bin einfach wieder verwirrt. Also am Kinnschutz ist ich bei eBay einen kleinen Mount dafür bestellt. Ein Vorteil, oder sagen wir mal, es ist anders als beim alten Helm. Wird direkt verschraubt, ohne diesen Schiebeeinsatz, den man so von GoPro kennt. Akku wechseln wird dann ein bisschen abenteuerlich. Deswegen bin ich ja immer noch dafür, mir die DJI Action Osmo, keine Ahnung, 4000 zu kaufen. Ich werde gleich mal, das habe ich dem letzten Mal gemacht, ohne Kamera, fand ich eigentlich richtig geil, wie der mittlerweile geworden ist, der Zubringer zu P2 fahren. Einmal auch runter. Vielleicht fahren wir dann noch rüber zum Kelten Trail. Oder, ja, keine Ahnung, wie der heißt. Treeline, glaube ich. Also einer der neuen Trails, die es schon länger gibt. Aus dem Naturtrail Netz hier, was hier entstehen soll, den Celtic Trails. Aber erstmal jetzt hier schön entspannt ein bisschen Rundkurs fahren. Und ich muss dem Fahrrad noch, weil die Narbe hinten nochmal, wo die Speichen in der Narbe stecken, mal ein bisschen Fett reinsprühen, weil das knarzt wieder wie Sau. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das hochladen werde hier, aber da ich aktuell nicht so viele Videos im Vorlauf habe, werde ich es wahrscheinlich einfach hochladen. Ich denke mal, wenn ich hier viel labere, wird das kein Problem sein. Mit dem Synchronisieren der Tonspuren wäre halt die DJI-Kamera, die ja mittlerweile auch mit dem DJI-Funkmic, ich habe aber noch das von Rode, zu koppeln. Ich denke mal, ich brauche die Tonaufnahme von der Kamera für die Gruppendynamik, die wir ja so immer haben, wenn die anderen Leute auch mal was Dummes labern. Deswegen brauche ich zwei Tonspuren. Es wird dann schnitttechnisch mal wieder komplizierter. Eigentlich bin ich immer so nach dem Motto gefahren oder unterwegs gewesen. Komm, ich weiß nicht. So mit dem Motto unterwegs gewesen, ich halte es einfach und schnell, weil die letzten 10% Energie und Zeit, die man da reinsteckt in so ein Video, das sind halt nicht 10% mehr Zeit, das sind dann quasi 300% mehr Zeit für 10% bessere Videoqualität, oder das ist es halt einfach auch nicht wert. Wenn man dann an so einem Video ewig lang sitzt, ich möchte ja irgendwie noch den Spagat schaffen zwischen, ich will viel fahren, will Spaß beim Fahren haben und will auch Spaß beim Videoschnitt haben, ohne es unnötig zu komplizieren. Versteht, was ich sagen möchte damit. Okay, Flotil, Stromberg, Rundkurs, kurz vorm Start, Synchronisationssport. So ungefähr werde ich das dann immer einsprechen müssen, damit die Tonspur sich schön synchronisiert am Anfang. Und das Video hier gerade gestoppt und jetzt hier für den Abschnitt nochmal neu angefangen. Wenn man halt lange aufnimmt, auch noch ein Nachteil der GoPro, ist
der Akku halt mal direkt leer und sie überhitzt halt sehr schnell. Aber es rollt irgendwie gerade sehr gut. Muss ich zugeben. Ist auch nicht so super heiß. Eigentlich eher schon so leicht frisch, würde ich sagen. Und ich habe mal ausnahmsweise keine Protektoren an, außer an Fußfetten. Also okay, weil ich ja nicht ballern möchte. Ich möchte das Setup hier testen und ein bisschen für mich fahren, Kondition aufbauen. Boah, ich laber schon wieder richtig viel. Keine Ahnung, ob das überhaupt hier irgendwie alles Sinn ergibt. Aber hier wollte ich mal reinfahren, weil das hat sich seit Anfang des Jahres auch schon sehr schön freigefahren, aber auch eher der untere Teil. Und dann fahren wir rüber, Aussichtspunkt Weißenfels. Und dann fahren wir den Caton Trail. Wenn ich mich noch ein bisschen... Oder Treeline Trail. Hier, das habe ich schon gesehen. Hier ist irgendwie, keine Ahnung. Ein kleiner Steinroder. Und das ist ja, wie gesagt, schon mal vor ein paar Tagen hochgefahren. Und ich hatte sogar die Tage hier nochmal, weil mich dieses Geklapper hier übelst nervt beim Runterfahren, den Motor ausgebaut, um dann noch was festzukleben. Und zwar den Verbindungsstecker zwischen Akkuschiene und Ladeport. Das ist nämlich auch so ein Verbindungsclips, schön aus fettem Plastik. Und da hatte ich mir noch vermutet, dass der noch ein bisschen immer am Rahmen klappert. Dann habe ich das einfach mal festgeklebt da drin. Ah, da muss aber der Motor raus. Aber es scheint nichts gebracht zu haben. Ich denke mal, dass den oberen Teil wenig Leute fahren. Außer vielleicht hoch. Also wahrscheinlich auch eher die E-Biker. Wenn man zu P2 will, fährt man, denke ich mal, Abstand 1, 2 Tauch runter. Und fährt dann rüber. Kommt dann vorne hier auf den Postweg vor uns jetzt raus. Und biegt dann hier ab. Eichen hat sich echt schön gemacht jetzt seit der Wintersaison. Sehr schön, sehr schön. Machen wir nochmal Kamera aus und an. Gut, nächster Tretabschnitt. Nochmal Kamera aus und an gemacht, zum Gucken, wie er sich in Synchronisation der Tonspur später verhält im Tretprogramm. Und ich laber jetzt mal Rest vom Training nichts mehr. Sehr schön. Also das Ding macht richtig Laune, was es jetzt leider hier nicht gibt. Hier fehlt irgendwie noch so ein Trail, das muss ich mal anbringen. Weil das ist, glaube ich, aber auch bekannt oder vielleicht sogar war auch das mal in Planung, keine Ahnung. Noch ein Trail weiter runter Richtung P3 baut. Dann kann man einen schönen geilen langen Rundkurs machen. Was haben wir jetzt? Fast Ende Juli. September kommen noch immer die neuen GoPros raus. September, Oktober. Ich ziehe das jetzt noch die paar Monate durch.
und schaue, was GoPro für eine, wenn das dann die 13er ist, ob die da wirklich signifikante Änderungen durchgeführt haben, die mich halt auch wirklich betreffen. Sprich, Akkulaufzeit, überhitzen. Das sind die zwei Punkte, der Rest ist mir egal. Im Rest bin ich zufrieden. Na, hier kann man gerade ausfahren. Mit dem Rest bin ich sehr zufrieden, was die Kamera angeht. Bildqualität gut, Blickwinkel auch gut, wobei ich dann vielleicht sogar bei der neuen diesen, wenn das da noch gibt, diesen Max Lens Mod dann testen würde mit dem noch ein bisschen weiter. Ich würde es gerne mal testen, aber es ist halt immer halt Akkulaufzeit doppelt so lang und das Überhitzungsproblem weg. Mehr Bildstabi brauche ich eigentlich gar nicht. Ich würde ihn sogar eher zurückdrehen, aber es geht hier irgendwie nicht. Da vorne ist das Walderlebniszentrum, dann fahren wir rechts den Forstweg hoch Richtung Aussichtspunkt Weißenfeld. Okidoki, da vorne ist der asphaltierte Weg zu Ende. Dann biegt man hier quasi links in diesen Weg hier rein und da vorne ist dann der Aussichtspunkt Weißenfeld. Hätte die Kamera vorher anmachen sollen. Alles ja ausgeschildert. Hier sind überall Schilder. Okay, schauen wir uns doch das jetzt mal an hier. Aussichtspunkt Weißenfeld. Da hinten ist der Donnersberg. Dieses Jahr noch schlechte Erfahrungen, wettertechnisch und trailtechnisch dort gemacht. Und hinten dran ist dann der Pfälzer Wald. Ah, schön Gegenwind. Auch ein guter Test. Dann hier rechts und geht gleich wieder links in den Trail rein. Wenn es doch da hängt und noch nicht zugewachsen ist. Ja, schon ein paar Mal gezeigt. Aber wieder schön hier. Eine kleine Alternative zum Flow Trail. Ich bin ja aktuell eher so der Naturtrail-Liebhaber. Nicht so der Bikepark-Fan. Schön hier. Einfach ein schöner Trail hier. Ich hab Bock, den nochmal zu fahren. So, war jetzt nochmal oben. Und fahr jetzt nochmal runter. Es sind knapp 100 Höhenmeter. Aber kriegt man halt auch nur 100 Tiefenmeter Abfahrt. Ich finde, sie ist auch sehr lang. Das hier ist eigentlich auch
mal bergab. Windgeräusche testen. Dann fahren wir jetzt mal hoch und dann sollte dieses neues Mikrofon-Setup-Video dann auch erstmal zu Ende sein, würde ich sagen. Sagen, wo macht das Ding auch Bock? Sehr schön. So, dann machen wir hier mal gleich Schluss. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie gut, schlecht ihr das Setup jetzt hier findet. Ich kann es halt leider noch nicht mit dem Simplon testen. Es wird jetzt erstmal so stattfinden und dann ein Übergang zum Simplon wird es dann irgendwann geben, wenn das Ding irgendwann da ist und ich weiß, dass es hält. Naja, bis zur nächsten Tour.